da kommt was Elchmäßiges. Ich hör's knistern. Knacken. Du siehst aber noch nichts. Da, die kommt dazu, die Bäume. Ja, ich seh's, ja. Das hat sich wieder oben. So, bleib du mal stehen. Das war ein Elfmeter, aber so gut. Das wäre jetzt ein Körpertreffer gewesen. Dann hätte ich mal Glück, diesmal auf 100 Meter versucht. Wenn er dann noch zusammengeklappt, dann hätte ich heulend das Spiel verlassen. Hey, ich glaube, Menschen war nicht so weit noch rentieren. Vielleicht war sie eine Einzelgängerin. Hast du die aufgenommen? Nein, noch nicht. Weil die auch mal so weggesprungen war. Nö. Hörst du, war ich ja noch zu weit weg. Oh, linke Lunge, Herz, Schulterblatt, rechte Lunge. So, bitte stehen bleiben. Das muss jetzt aber ein Herz-Untreffer sein, Mädel. Körper. Ja, nee. Michi, jeder Pin bedeutet 20 Meter. Ach, ehrlich, woher weißt du das denn? Zwischen 20 und 40 ist 30. Okay. Ich hätte auch getroffen, wenn er sich nicht versucht hat hinzulegen. In dem Moment. Ja, das ist ja so, wenn er hinlegt und du schießt drüber weg. Kein Gruß können das so meisterhaft. Da schießt du auf den Kopf und dann gehen die runter auf Fresse. Ja. Muss man dann abwarten, wenn die gerade von unten wieder hochkommen. Ja. Kommen und dann. Bam. Ja, stimmt. Und dann fährt sie ja. Microphone muted. Microphone activated.
Körper. Man hat ziemlich robust gebaut, wa? Das sag ich dir. Am besten müsst ihr anzeigen, erst flüchtend. Wieder Körper drauf. Dann laufend, dann humpelnd, dann kriechend, robbend, tot. Aber was mir aufgefallen ist, je länger so ein Multiplayer-Spiel dauert, umso mehr passieren Merkwürdigkeiten. Ja. So müde. Ups, jetzt leider auch Mittag vom PC. Mit Unterbrechung 2,5 Stunden. Morgen wollte ich ja Alex und The Hunter aufzeichnen. Aber The Hunter hat sich jetzt erledigt erstmal. Bist du letzte Zeit mal bei in Arma 3 gewesen? Da hat sie auch einiges getan, ne? Da ist schon 2 Monate her, da bin ich mal drin gewesen. Die haben jetzt ein Update hochgebracht, Arma 3 Exos. Das ist jetzt anderes, ja, wie soll ich sagen? Eine andere Map oder so? Ne, eine andere Map nicht, die kommt nächstes Jahr raus. Das ist mehr, noch mehr Realität. Zum Beispiel, wenn du schießen tust, er merkt jetzt, ob du eine Weste anhast oder keine Weste anhast. Ach so. Also ohne Weste bist du direkt gleich tot und mit Weste bist du verwundet oder bloß angeschlagen, je nach Thema. Also das ist schon nicht schlecht. Ah! Ja, war irgendwie was. Ja, ich kann ihn sehen. Aber ich mache jetzt aber mal. Hat sich jetzt hingelegt, glaube ich. Feuerstern fliegt. Feuer auch nicht schießen. Ist getrabt und hat sich dann hingepackt. Hat sich auf dem Felsen hingelegt. Da liegt er so mit hängendem Kopf im Schnee. Das geht nicht mehr lange gut. Hallo? Spin Tires werde ich nochmal wieder reingucken. Ne? Ja, das Schöne ist ja, der behält jetzt nicht Kühlschrank, ne? Ja, oh, das ist gut. Muss jetzt nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen. Wenn du die Map anfängst, dann willst du dich was ausprobieren.
Aber geh mal näher an den Kopf ran, wenn es geht. Nicht beißen. Dass du praktisch einen Fangschuss machst, so die Pünktur. Weiter nach oben hin. Von oben runter. So? Ja, ich kann dich gut sehen. Ja. Muss haben. Nö, kannst ruhig. Ich hab dich eben voll im Visier. Da bin ich jetzt gespannt. War mal getroffen. Der erste war ein Schädeltreffer. Der kann ja nicht. Das muss ja der Ätzere gewesen sein. Ja, wie dich die denn da, also wirklich. Körper und einmal Schädel, da habe ich das gerade das zweite Mal gar nicht erst getroffen. Und was für ein Abstand war der erste? Der letzte? Scheiße. Mann, du bist da. Du bist da. Er zeigt mir jetzt nicht an, er zeigt mir bloß den ersten an, 23 Meter. Da kann ich noch die Scorecard klicken. Oh ja. Meter, da kann ja nicht. Oh. 30 Meter. Also der erste Punkt 1. Ja, Armbrust 37,1 Meter fressend. Das war der erste. Da habe ich den Schädel getroffen. So, und der zweite Treffer. 23 Meter untätig. So. Ha, muss ich das jetzt verstehen? Nee, ne? Untätig. Aber das war noch keine 23 Meter. Da hat der Zischuss. Ich war 23 Meter von dir entfernt mit dem Fernglas, ja. Das war auch so um den Dreh. 23 Meter. Ja, wir sind ja gleich da. Noch jetzt Ausrufezeichen und dann starte ich was Neues. Ich denke mal, dass da nicht mehr viel passieren wird hier. Ja, ich würde dann noch Schuppen von dem Geschirr abwaschen. Ich denke mal, das alte Bohr, da werde ich heute wohl noch einiges kriegen an Braunbären, denke ich mal. Ja, da hast du mit Bären doch die beste Chance, ohne Fass. Aber ich habe ja zwei Messer stehen, die sind ja auch beide was drin. Also da werde ich auf jeden Fall noch was hinbekommen. Hoffe ja auf den ersten Platz, aber naja, mal sehen.